Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, die wohl mit Abstand zwei besten Clownkugelbeweise euch präsentieren zu dürfen. Und zwar das erste Video, das stammt hier von vor über 6 Jahren von dem Kanal Soundly hier auf YouTube. Und da heißt es Lake Pontchartrain Transmission Lines Nikon P900 Flat Earth Debunked. Also der absolute Kracherbeweis für eine Clownkugel. Also wir schauen uns mal das erste Bild an, womit das Video anfängt. Jetzt guckt euch das mal an hier. Also das ist so eine regelrechte, eine regelrechte Clownkugel, oder nicht? Hier. Also was für eine, was für ein wunderbarer Bogen hier. Was für eine Krümmung hier. Also das sieht doch richtig toll aus, oder? Oder auch hier der Strombass hier, der so senkrecht hier so noch zu sehen ist und auch noch mit einem wunderbaren Spiegeleffekt hier, so die Refraktion und auch die äußere Atmosphäre lässt grüßen, dass wir hier so ein wunderbares Bild hier sehen können. Aber wir werden das Video mal kurz abspielen. Wir werden noch so einen Special-Effekt haben. Es wird richtig interessant. Oh, ups. Habt ihr den gesehen hier? Warte, wir gehen nochmal zurück. Wir gucken uns das nochmal an hier. So richtiger Wobble-Effekt. Oder wie nennt man das auch noch? Zu köstlich, oder? Also, mir ist schon klar, dass die Flat Earth, die Banken hier, ne, mit so einem Video hier, um ihre Clownkugel zu promoten hier. Und das ist ein wunderbares Beispiel hier. Wir müssen nochmal diesen Wobble-Effekt nochmal zeigen hier. Also, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie sie so eine Aufnahme eigentlich genau hingekriegt haben. Haben sie ja irgendwie noch so ein krummes Objektiv genommen für oder sowas? Keine Ahnung. Aber wir gehen jetzt mal zum Video 2. Video 2. Auch wieder von dem Kanal Soundly hier auf YouTube. Und diesmal heißt es Flat Earth Debunked Lake Pontchartrain Causeway 3 Lakeway Center 50th Floor. Also das soll vermutlich so heißen, dass sie aus dem 15. Stockwerk hier diese Aufnahme gemacht haben. Und die schauen wir uns jetzt mal live an und in Farbe. Guckt euch mal den Hintergrund an hier, da sieht man auch irgendwie was Rundes. Es ist irgendwie so ein rundes Objekt, auch der Hinweis für die Clownkugel. Guckt euch mal, wie die Autos hier so steil, ich weiß nicht, was haben die hier für eine Steigung hier? 70, 80, 90%? Ja, guckt euch mal hier den Hintergrund an, hier, da, auch hier. Da hätte ich mal so eine Aufnahme gern gesehen, so von der Seite oder so. Hätten sie so richtige sensationelle Beweise gehabt für diese Clownkugel. Ne? Da hätte man auch hier schön diese Spitzen sehen können hier von der Brücke, wo hier die Autos so richtig schön langsam drüber heizen. Ne? Ich glaube, da im Hintergrund ist sogar auch eine Brücke irgendwie hoch oder so. Oder ist es auch so entstanden hier durch die Atmosphäre, durch die Refraktion, Spiegeleffekte oder irgendwie durch so ein gekrümmtes Objektiv oder so? Ja, und da machen sie halt Werbung mit, ne? Für diese Clownkugel. Also, ich würde mal sagen, Daumen hoch dafür, ne? Also, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Jungs hier, die sowas auch noch verbreiten, nicht nur hier im englischsprachigen Bereich, sondern auch im deutschsprachigen Bereich, haben sie ja diese Clownkugel oder den Beweis dafür auch so verbreitet, ne? Haben sie so regelrecht so, ja, so mit Messer zwischen den Zähnen dann verteidigt hier. Guckt euch hier, jetzt hier, wo war das noch? Ja, Lake Pontchartrain hier die Krümmung an hier, die Clownkugelkrümmung hier. Oh mein Gott.
Ja, meine Damen und Herren, das waren wirklich die mit Abstand zwei besten Beweise für eine Clownkugel. Und kleiner Tipp noch, lasst euch nicht verarschen hier von solchen Idiotengeschichten hier. Und bis die Tage dann.